Ein Touren-Mountainbike, ja, es gibt nicht so viele davon und nicht so viele Hersteller, die sich darauf spezialisiert haben, mit Straßenverkehrszulassung, mit allem drum und dran und einem Carbon. Nein, Alu. Alu, sieht aber fast aus wie Carbon. So sieht's aus. Tolle Farbe mit drin, 5.299 Euro, ein voll gefedertes Trekkingrad. Tourenfolie oder eSUV nennt man das ja mittlerweile. Genau. Das ist mittlerweile aussieht wie ein Mofa, aber da geht die Reise ja hin. Das, was das Mofa früher war, ist heute das E-Bike bis 25 km/h. Ein echtes Verkehrsmittel, bei dem ich mich nicht so anstrengen muss. Genau, wir haben hier mit Unterstützung und das ist dann sozusagen auch ein Autoersatz. In Zukunft könnte dann sein, dass die EU-Kommission das Ganze dann bis 32 km/h freigibt, wie in Amerika. Und dann wird das Ganze dann bis 30 km/h bzw. 32 km/h unterstützen. Das glaubst du und ich nicht, oder? Doch, also da sind die Leute schon dran, aber es wird halt ein, 2 Jahre dauern. Übrigens, die Mehrwertsteuer von Fahrrädern soll eigentlich auch in ein, 2 Jahren gesenkt werden. Auf 30%. Genau, an der EU-Ebene, das soll dann irgendwie gefördert werden, aber es dauert halt einfach ewig lange, bis da was beschlossen ist. Ich habe gerade überlegt, was das für ein Antrieb ist, aber das ist ein Bosch. Der hat nämlich was ganz Spezielles, oder? Das ist das Bosch CX Generation 4 mit dem Kiox-Adapter. Der ist jetzt vom Bund her, glaube ich, selbst, der da schön in der Mitte ist, damit man, wenn man fährt, dann alles sieht. Und da ist auch die Lampe mit dabei. Das Modell nennt sich ja Powerfly FS4 Equipped. Equipped steht für Schutzblech-Gepäckträger. Das Ganze gibt auch ohne Equipped. Das heißt, ich habe einen Tourenfully ohne Schutzblech-Gepäckträger. Warum Tourenfully? Also das Powerfly kennen wir ja auch von unseren Videos, war ja ein Hardtail-Modell. Hallo Majid übrigens. Hallo Sven, grüß Ja, dich. dass ich dich nochmal kurz. Und dann gibt es ja die Rail-Modelle bei Trek, die dann richtige Fullies sind, aber die Rahmengeometrie halt sehr aggressiv ist. Und für die meisten Leute, die wollen halt nicht so aggressiv im Trail rumfahren, die wollen eigentlich Komfort von einem Federung, bisschen Traktion und dann auch aufrecht sitzen. Deswegen gibt es jetzt eine neue Produktreihe bei Trek. Das Powerfly kriegt dann einfach eine Federung. Das Federsystem ist auch ganz besonders, ist ja auch hinten gehalten, ist nicht mehr so wie bei einem Rail oder so. Das führt dann dazu, dass ich da halt sehr, sehr aufrecht drauf sitze. So, vielleicht mal ein bisschen Werbung für die Firma Trek. Wir zeigen mal gerade ein Fahrrad 9,9 Kilo ein, denn er wird nicht müde, es mit einem Arm ausgestreckt hoch und runter zu heben. Das ist ein Hightech-Hersteller aus Aus Amerika. Amerika, genau. Die sind halt in sehr vielen Rennen mit dabei und deswegen bauen die halt auch. So, also ein Fully ohne Motor, allerdings 9,9 Kilo. Ich darf das mal zeigen. Ich muss allerdings sagen, dass der Lukas eigentlich im Zirkus auftritt und dort Leute auf dem Stuhl hochhebt. Nee, du bist ganz normaler Durchschnittsdeutscher. Durchschnittsmensch. Ja, so wie ich und du. Das ist Zeige ich mal aber ein gerade. sehr Und leichtes Rad. 9,9 Kilo. Ja. Bist du Deutscher? Ich bin Deutscher. Ist egal, ob du Deutsch bist, aber ich will einfach nur sagen, also du bist jetzt nicht der, ich sag mal, 200 Liegestützen auf einmal kann, oder? Auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall, sagt er. So, und das ist übrigens der Hersteller Trek. Die machen das in der gleichen Liebe, muss man sagen, wie diese High-End-Räder. So sieht es aus. Man sieht es auch an der Lackierung und den ganzen Details, die ich jetzt für Fahrrad habe. Da liegen halt sehr, sehr viel Wert auf Fahrräder. So, was ist vorne drin? Stahl? Wir haben eine Federung von Santur Ja. und die ist luftgefedert. Luftgefedert, das heißt, die kann ich ans Körpergewicht einstellen, dann kann ich es ein bisschen weicher oder fester stellen, ist überhaupt kein Problem. So, zeig mal gerade, nee, da ist nämlich ein Ventil drin. Bitte keine normale Druckluft auch von der Tanke reinmachen. Kann platzen oder auch diese chinesischen Adapter, die angeboten werden auf Amazon, bitte die auch nicht kaufen. Hatte ich auch jetzt sehr oft. Kann super gefährlich werden, wie die Kartusche platzt und es läuft, geht dann in den Augen oder so rein. Es gibt also spezielle Pumpen für Gabeln, die kann man bei dir kaufen. Genau, die sollte man bitte nehmen. So, Tektro. Tektro-Bremsen. Wir haben hier zwei Kolben, vorne und hinten. Die bringen dann das Fahrrad sicher zum Stehen. Wir haben relativ große Scheiben für den Einsatzzweck. Wir haben Deore-Schaltung mit 11-fach. Also, das heißt, ich komme jeden Berg damit hoch. Sehr präzise, sehr leicht. Wir haben ein integriertes Licht hinten am Gepäckträger von Supernova. Ich mache es mal an. So, Kiox. Das wird auch über das Display vom Bosch quasi an- und ausgemacht. Es blendet schon. Also ich weiß nicht, ob man das in deine Ja. Kamera dann sehen kann. Man sieht es auch extrem gut von der Seite. Das heißt, die Das ist Seitensicht auch ist auch sehr da. minimalistisch gehalten, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr hell. Besonderheit bei den Track-Modellen, ich kann den Akku von der Seite rausnehmen. Das haben wir ja schon mal gefilmt. Ich habe hier den 625 Wattstunden Akku drin. Und
wenn ich den jetzt laden will, hat er auch einen Griff, nehme ich mit in die Wohnung, am nächsten Tag einfach nur reinlegen, zack. Seitlich. Muss mich nicht bücken, genau. Muss mich nicht bücken, haben wir ja schon mal gezeigt. Abdeckung ist am Akku fest. So sieht's aus. Da brauche ich auch nicht zwei Teile abzumachen. Bei manchen Herstellern muss ich ja die Abdeckung weg und dann mich bücken, irgendwie von unten etc. Hier geht's halt sehr, sehr leicht, wenn ich den Akku abnehmen will. Zusammengebaut wird es auch in Deutschland. Hier steht es auch, Assembled in Germany. Ist auch eine Besonderheit von Trek in Hartmannsdorf. Bei den Diamantwerken werden die Trek-Fahrräder zusammengebaut. Zumindest die E-Bikes, die Normalräder. Die werden teilweise noch in Amerika ein bisschen gemacht und auch in anderen Werken. So eine Santur-Luft. Eine Santur-Luftfederung habe ich hier. Ein ganz besonderes Federsystem. Führt dann dazu, dass ich halt auch sehr viel Komfort habe. So, also direkt am Sattel. Und was ganz wichtig ist, der Rahmenbau ist dann so konzipiert, du siehst ja, ich habe sehr viel Beinfreiheit. Das heißt, wenn ich mal draufsteigen will oder wenn ich absteigen will, führt dann dazu, Jugendliche können eine Rahmengröße größer fahren, wie sie wollen. Und wenn ich beim Absteigen und so einfach Komfort haben will, habe ich einfach Beinfreiheit ohne Ende. Showpraktikant Lukas, du arbeitest hier und wenn du mal bitte die Beinfreiheit zeigst, das ist besonders wichtig an der Ampel. Wir haben zwar eine verstellbare Sattelstütze, die könnte man auch runterlassen, braucht man aber gar nicht, weil man hier wirklich, wenn man absteigt, steig mal bitte ab. Ja, da sich nichts einklemmt, sage ich jetzt mal. Und auch kleinere Personen fühlen sich sicher. Genau, und die Familienplanung ist dann auch sicher. So. Das Rahmengröße L, das wäre so meine Größe, aber ich könnte schon noch ein ganzes Stück kleiner sein. So, das ist so Rahmen. Das heißt, man kann also auch eine Nummer größer fahren, oder? Das so heißt, wenn zwei Leute sich das teilen, Vater und Sohn. Genau. Wenn ich jetzt, ja, und wenn ich jetzt ein anderes Dämpfersystem gehabt hätte, musste die Stange ja einfach viel höher geschweißt werden und hier wäre dieses ganze Dämpfersystem dann irgendwie reingewurstelt. Da es hier hinten ist, habe ich einfach mehr Freiheiten. Bitte mal einfedern. Das noch mal sehen. Bisschen mehr Power. Ich muss sagen, der Lukas ist ja auch ein leichter Lukas, aber das kann man ganz genau einstellen. Das heißt, du wiegst jetzt 75 Kilo, der Majid wiegt, ich glaube, 76 Kilo. Und so um den Dreh. Gibt es ein Systemgewicht? Ja. Wäre jetzt ein bisschen viel für das Rad, oder? Mein Gewicht? Ja. Nein, bis 156 Kilo sind die Trackräder zugelassen. Die Moonraker bikes bis 150 Kilo und das Carbonrad, was der Lukas gerade hochgehoben hat, bis 130 Kilogramm Gesamtgewicht. Gesamtgewicht, aber hier bin ich bei 156. Okay, aber doch noch zu schwer, weil du wiegst ja 140. Ja. Ja, aber ich sag mal so, da ist ja noch ein bisschen Luft drin, aber das ist das, was der Hersteller hergibt. Genau, also wenn man jetzt 10 Kilo drüber ist, ist es jetzt nicht so schlimm, vor allem bei so einem Fahrrad, das hat einen anderen Einsatzzweck, wie jetzt bei einem Fahrrad, wo man eine Runde oder hochspringt. Aber trotzdem sollte man auf die Gewichtsangaben drauf achten, bitte. Also wenn da wirklich 120 Kilogramm freigegeben ist und ich mache das Fahrrad dann mit Gepäck und Fahrer dann auf 180, das Fahrrad ist dann schon überbelastet. Also das Klapprad von meiner Cousine, es war orange, da hat sie mich auch immer mitgenommen, das war so und ich habe damals bestimmt schon 60 Kilo gewogen, hat auch funktioniert, das auch mit 20 Zoll, aber das hat ja einen Grund, warum das draufsteht alles. Es funktioniert meistens, aber der Hersteller muss es garantieren und deswegen. Es ist jetzt auch, Trek kommt aus Amerika und alle anderen Hersteller verkaufen zum Beispiel auch in Amerika und in Amerika ist es so, wenn man angeklagt wird, hat man dann so einen richtigen Prozess. Und die Hersteller wollen sich auch absichern. Die sagen, wir geben es nicht frei. Es kann auch sein, dass ein Fahrrad jetzt nur bis 100 Kilo zugelassen ist und jemand fährt einfach 10 Jahre damit und es passiert nichts. Aber nichtsdestotrotz hat sich der Hersteller gesetzlich einfach abgesichert. So innenliegende Züge, das Ganze aufeinander abgestimmt. Dann, ja, ein tolles Angebot. Allerdings 5.000 Euro sind doch viel Geld, aber es ist auch ein Track, muss man sagen. Das hat Premium-Hersteller. Rahmen, wir haben auch einen Premium-Lack. Wir haben sehr gute Komponenten verbaut. Das kann man jetzt nicht mit dem großen Discounter-Riese aus Deutschland zum Beispiel vergleichen. Das sind zwei verschiedene Welten. Du hast aber auch Fullies, wenn das jetzt einer sieht, ab 3.000 geht's so los? Ab 4.000. 4.000. Ab 3.6 habe ich noch Modelle vom letzten Jahr, ein paar Stück. Ansonsten dieses Jahr fängt es ab 4.000 Euro an. Ja, der stärkste Antrieb von Bosch mit drin, CX 85 Newtonmeter. CX Generation 4 85 Newtonmeter mit einem großen Ritzel und dem Magnesiumrahmen. Funktioniert wunderbar. Ist halt ein bisschen laut im Vergleich jetzt zu dem Konkurrenten. Naja. Wenn man die nicht im Vergleich fährt, merkt man gar nicht. Deswegen die Leute, die immer lesen, den Test berichten, glaubt mir, wenn ihr jetzt einen Bosch fährt und eine Stunde später Yamaha, merkt ihr den Soundunterschied eigentlich nicht. Wo du schon dabei warst, die Ladekappe, ich kann auch hier laden, das hat bei Trek immer so schön gehalten. Also ich muss den Akku nicht rausnehmen. Du musst den Akku nicht rausnehmen, du kannst es auch am Rahmen laden.
So, hier sind wir bei Switchbike Bornemann. Nächstes Jahr werdet ihr 100 Jahre, bitte. Genau, und das Fahrrad gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben die alle da in Rot, Schwarz und in zwei anderen in Weiß, Schwarz und. Oh, ihr habt viele da. Ihr habt wirklich ordentlich eingekauft bei dem Fahrrad. Wir drehen jetzt am 8. Februar. Wir machen so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr seid lieferfähig über 2000 E-Bikes vorrätig aller Preiskategorien von, ich sag mal, irgendwas unter 3000 Euro als Hardtail bis hin 14, 15, 16.000 haben wir gezeigt. Alles da? Alles da. Alles in großen Stückzahlen noch da, aber nächstes Jahr, also dieses Jahr und nächstes Jahr wird es trotzdem sehr schwierig. Ja, wir drehen in eurem neuen, noch nicht umgebauten Laden, wenn einer jetzt sieht, wie sieht es denn hier aus. Wir sind mitten im Umbau, aber wir können die Fläche sehr gut nutzen, weil wer unsere Videos kennt, ihr habt es geschafft, irgendwie 1000 Fahrräder im alten Laden unterzubringen, über 1000. Und das hat jetzt ein Ende, jetzt wird mehr als verdoppelt. Oder? Genau, mehr als verdoppelt und dann, das reicht aber wahrscheinlich auch nicht aus. Die nächste Planung ist auch schon da, wir werden uns auch weiterhin in 9 Monaten vergrößern. Gucken wir mal. So, Lukas ist ja nicht ohne Grund da. Ich bitte walte deines Amtes. Große Gewichtstest. Werden wir mal schauen. Also die Fahrräder wiegen so um die 30 Kilo. Mit Schutzblech, Gepäckträger, 600 Wattstunden. Ist halt auch ein Alurahmen. Ist jetzt aber wir sind ja ehrlich, also wir werden es euch nicht verschweigen. Da steht's da. Majid hat ganz böse geguckt, da ich gesagt habe, wieg's mal. Jetzt bin ich mal selber gespannt. Vielleicht ist er doch leichter. Hält's? Ja. Es hält. 27,7 Kilo war doch nicht so schlimm. Jetzt muss man sagen, es sind Pedale montiert, alles drum und dran. Ja, das ist auch eigentlich gang und gäbe in dem Bereich. Jetzt ein Fully, also Alu mit Schutzblech, Gepäckträger, bist du automatisch bei 27. Also ist jetzt kein Hersteller kann jetzt kommen und sagen, hier, ich habe jetzt aus Alu einen Fully gebaut mit 600 Wattstunden für 22. Mhm. Die Physik kann man jetzt halt ändern und das ist so das Gewicht, was man halt in so eine Klasse hat. So, Leute kommen aus ganz Europa zu euch. Ihr habt über 20 Marken vorrätig. Ihr seid ein Familienunternehmen. Ihr habt es spezialisiert auf hochwertige Bikes. Also Schrott, sagen wir mal so, habe ich ja gesagt, komm, nimm doch mal irgendwas aus China für 800 Euro. Hast du gesagt, geht nicht. Nee, ja. Weil oft haben die gar keine Zulassung. Also auch wenn die Zulassung haben, ab einem gewissen Grad werden wir Räder anbieten. Nächstes Jahr zum Beispiel unter Deore versuchen wir gar nicht anzubieten. Die O ist die Schaltung. Die Schaltung. Also oder halt hydraulische Scheibenbremse ist nach wie vor bei uns ein Muss. Gibt es auch Hersteller, Markenhersteller, die E-Bikes produzieren ohne hydraulische Scheibenbremsen. Da lassen wir die Finger. Auch bei Normalrädern ist es ein Muss bei uns. Auch bei Kinderrädern haben wir eigentlich Scheibenbremsen 99,9% immer hydraulisch genommen, es sei denn, es war eine Kundenbestellung oder es wurde falsch geliefert. Es gibt gewisse Standards, die werden wir weiterhin beibehalten, weil die Leute kommen zu uns, um quasi Qualität zu kriegen. Und ein Vorteil ist auch bei uns, da sind wir uns treu, wir verkaufen den Leuten nicht das, was wir da haben. Der Kunde soll entscheiden, was ihm gefällt und dann kann er das Fahrrad nehmen. Deswegen haben wir diese Markenvielfalt schon vor Corona gehabt. Wir waren schon vor Corona einer der Händler, die aus aller Nähte geplatzt sind. Und durch Corona war das so ein Nebeneffekt, kam uns natürlich zugute, dass wir halt so gut lieferfähig waren. Und es soll dann weiterhin so sein, dass der Kunde das Rad nehmen soll, was ihm gefällt. Ja, du bist schon ein bisschen länger da. Du bist ja angehender Lehrer. Das heißt, ist das ein guter Laden hier? Sag ja. Auf jeden Fall. Schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Switchbike Bornemann in Gießen, die Rufnummer? 0641 34393. Ja, und mit dem Qualitätssiegel von Lukas, es ist ein guter Laden, können Sie auch hier vorbeikommen nach Fulda. Ich kenne dich ja jetzt über ein Jahr. Ihr seid ziemlich krass drauf, was die Anschaffung teurer Räder angeht. Ihr kauft also von den 10, 12, 14.000 Rädern nicht nur eins, sondern wirklich viele, weil teilweise auch Lieferzeiten dahinter stecken. Von bis ja, zu aber auch die Kundschaft, also das hat sich ja herumgesprochen, und die Leute kommen ja dafür, zu uns, um so ein Fahrrad zu kaufen. Mhm. Wir haben uns einfach darauf spezialisiert und es läuft weiter. Auch wenn die Lieferbarkeit besser wird, werden wir wahrscheinlich auch wieder so viele verkaufen, aber die werden die nicht alle auf einmal lagern. Das ist ja gerade der große Nachteil, dass wir alles lagern müssen. In Zukunft haben wir dann jede Rahmengröße da und bestellen dann alles eins nach. Und jetzt wieder geht. Aber im Moment. Momentan ist es so, wir müssen alles auf einmal nehmen und das ist halt ein Nachteil, deswegen platzen wir wirklich aus aller Nähte. Ja, trotzdem, wer hierher kommt, also 8. Februar 22, aktuell dieses Video. Danke fürs Einschalten. Die Rufnummer? 0641 34393 und abonniert bitte den Kanal. Welchen? Meinen? Dein. Tschüss.